So, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde UCSG. Und ja, für die Leute, die sich jetzt wundern, warum kein HG, warum kein Soup, bleibt ganz ruhig. Ich habe gesagt, dass ich nicht zweimal miteinander in den gleichen Spielmodus in einem Video bringen möchte. Also hinter zwei Videos halt. Deswegen gibt es heute mal wieder eine Runde UCSG. Ist eigentlich auch ein ganz nicer Spielmodus, aber falls ihr HG sehen wollt, dann könnt ihr gerne noch mein letztes Video abchecken, falls ihr noch nicht gesehen habt. Da habe ich ein paar Fragen von euch beantwortet und als Reaktion zu einer Frage, die ich beantwortet habe, kamen relativ viele Kommentare auf. Und zwar war das zu der Frage, ob ich mich schon mal schwer verletzt habe. Beziehungsweise, ja, ob ich mich halt schon mal schwer verletzt habe, genau. Und, ja, da habe ich gesagt, dass ich mir schon mal die Pulsader aus Versehen, also nicht absichtlich, ich möchte das halt jedes Mal wieder hervorheben, da ich euch sagen kann, sowas würde ich in meinem Leben niemals absichtlich machen. Vor allem, weil ich weiß, wie sich das Ganze anfühlt. Halt per Unfall. Und zwar ist es passiert vor ein paar Jahren. Ich war damals 15 oder 16 Jahre alt und lol, Alter. War damals 15 oder 16 Jahre alt. Es war ein Donnerstag. Komischerweise ist mir gerade schon aufgefallen, als ich die Story gerade eben schon mal erzählt habe, weil ich jetzt gerade schon meinen zweiten Aufnahmeversuch habe, dass heute genau dieser Tag ist. Ich glaube, der 31. oder 30. war das. Ich weiß es nicht genau. Aber komisch, dass ich jetzt genau zu diesem Datum diese Story erzähle. Jedenfalls machte ich mich halt fertig, um schlafen zu gehen. Also ich habe mir die Zähne geputzt. So, das ist halt jetzt nichts Spektakuläres. Und das Problem, was wir halt hatten, war, dass wir hatten so eine Badematten vor den Waschbecken. Also, und vorm Klo. So, dass man halt, ja, keine Ahnung, ihr kennt diese Anti-Rutschmatten. Auf jeden Fall waren die frisch gewaschen. Und die sind eigentlich gerade da, dass man halt nicht ausrutschen soll. Aber da die frisch gewaschen waren, war das halt ziemlich rutschig, weil wir halt aus Boden im Badezimmer haben wir Fliesen. Ja, jetzt wisst ihr alles über mein Zuhause schon, nein, Kappa. Auf jeden Fall war ich halt fertig mit dem Zähneputzen und wollte halt weg aus dem Badezimmer. Ne, macht irgendwie Sinn. Deswegen bin ich mit dem Arsch zum Waschbecken losgelaufen, wollte halt eigentlich abhauen. Und bin aber halt ausgerutscht. Und bin nach hinten geflogen. Bedeutet, ich bin sozusagen mit dem Arsch aufs Waschbecken geknallt. Das Problem an der ganzen Sache war, dass es ein Keramikwaschbecken war. Und dass es ziemlich zerbrechlich war, weil ich mit meinem kompletten Körpergewicht, ordentlich Schwung, da halt draufgeflogen bin. Und als Reaktion darauf habe ich natürlich aus Reflex mich versucht abzustützen am Waschbeckenrand. Und wenn ihr mal diese Bewegung so simuliert mit euren Händen, die Hände greifen halt so, dass sie halt straff wird. Die Innenseite eures Armgelenks, also eures Unterarms, wird halt straff. Und das könnt ihr so ungefähr simulieren, wenn ihr eure Hand so nach hinten biegt. Wisst ihr, wie ich meine? Und genau so habe ich das an den Rand vom Keramikwaschbecken gehalten. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ich mit meinem ganzen Körpergewicht darauf knalle, ist logisch, dass das Keramikwaschbecken zerspringt. Und ja, das Ding ist halt auch zersprungen, aber meine Hände waren dabei straff und das war ziemlich leicht, dann dieses Bindegewebe halt sozusagen durchzuschneiden. Und somit habe ich mir halt komplett, ja, meine Arme zerfetzt, sprich meinen rechten Arm. Und als Reaktion dessen bin ich halt dann einfach auf den Arsch geflogen. Das ist halt jetzt noch nichts Spektakuläres, weil in dem Moment, ihr müsst halt wissen, das war der übelste Schockmoment, weil ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt, keine Ahnung, das Waschbecken zertrümmer. Und dann lag ich halt da und dachte so, ja, okay, was ist passiert? Der einzige Schmerz, den ich bis dahin gespürt habe, war wirklich nur der vom Arsch. Also ich bin halt wirklich auf den Po geflogen und dachte halt so, okay, das tut ein bisschen weh. Und ich bin halt einfach, ohne irgendwie was zu raffen, ins Wohnzimmer gelaufen, wo meine Mutter war mit meiner Schwester. Und dann haben die mir erst gesagt, Basti, du blutest. Und dann gucke ich wirklich an meinen rechten Arm hinunter. Und dieser erste Moment, wenn du es dann so siehst, dass du da keine Ahnung, wie viel Blut verlierst. Das war so ein harter Schockmoment. Und ihr müsst euch jetzt überlegen, man ist komplett überfordert mit der Situation. Natürlich dann direkt einen Krankenwagen gerufen und hin und her. Ich wurde dann halt auch genäht. Also dann später in der Notaufnahme. Aber es hat erstmal eine Weile gedauert, bis der Krankenwagen kam. Knapp eine halbe Stunde. Und da liegst du erstmal, ja, ziemlich hilflos am Boden und drückst dir halt deinen Arm ab und hoffst so, dass du jetzt halt, keine Ahnung, was passiert hier gerade eigentlich?
Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich froh, dass das alles gut ausgegangen ist, weil ich wurde genäht mit 8 Stichen. War alles zum Glück ganz gut verlaufen hin und her. Also ihr müsst euch jetzt keine Sorgen mehr machen. Ich habe halt immer noch die Narbe. Die wird auch nie weggehen. Das ist ein relativ großer Brocken. das Ding sieht halt einfach so aus, wie als wenn ich halt versucht hätte, irgendwie mich... Keine Ahnung, es sieht halt wirklich komisch aus, wenn du da so eine Narbe hast. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde mir selbst halt niemals was antun, weil das halt einfach dumm ist. Ne? Vor allem kommt es halt so rüber, als wenn ich das versucht hätte, dass ich einfach zu blöd dafür wäre, weil ich natürlich halt in die Senkrechte geschnitten habe und nicht halt waagerecht. Was man, naja, ich will es jetzt nicht erklären, ihr wisst, was ich meine. Das wäre halt richtig dumm, wenn man das so macht. Ja, und ich kann euch halt als letztes nur mitgeben, weil ich ab und zu auch so gefragt werde, so, ja, was hältst du davon, wenn sich irgendwelche Leute ritzen oder so? Ich kann euch was sagen, Leute, ich weiß, wie dieses Gefühl ist, wenn man halt wirklich da so diese offene Wunde hat und muss euch sagen, das ist kein schönes Gefühl. Also, glaubt mir, macht keinen Scheiß, das will sich keiner selbst antun und seid froh, seid dankbar dafür, dass ihr lebt, aber das hat euer Körper nicht verdient und... Letztendlich wollte ich das auch nicht. So, wir haben relativ scheiß Stuff fürs Deathmatch. Das ist jetzt wirklich ein richtiges Problem, muss ich mal sagen. Ich könnte hoffen, dass ich da jetzt noch irgendwelche Dia-Teile finde. Wir haben halt relativ viele Level, aber es ist wenig passiert. Das ist halt echt doof. Aber wir haben viel Healing auf jeden Fall. Und es lebt nur noch einer. Der wird halt safe full Dia sein. Wir haben 6 Heads. Ja, wenn ich das ganz gut ausspiele, dann könnten wir trotzdem gewinnen. Aber ich werde wahrscheinlich ziemlich viel chuggen müssen. Ist der voll dir? Ja, Safecore, oder? Ja, also ich hoffe, die Story hat euch jetzt nicht allzu sehr abgeschreckt. Ich habe jetzt mehr erzählt, als wirklich richtig gespielt. Ich hoffe, das ist trotzdem okay für euch. Ich habe 17 Pfeile. So, der drückt Schaden. Ich drücke ihm, glaube ich, keinen Schaden. Nein, RIP. Okay, gut. Das war knapp. Ich muss halt echt alles headen, ey. Wenn die Heads weg sind, dann wird's eng. Dann wird es wirklich eine enge Kiste. Aber ich bin auch echt nur Half-Dia. Was macht der denn jetzt? Fuck, Alter, ich habe keine Herzen mehr. Keine Pfeile mehr. Keine Ahnung. Der hat halt wesentlich mehr Healing als ich gehabt, aber... Also was heißt wesentlich mehr Healing? Er hat halt auch noch ein besseres Schwert, besseres Rüstung, keine Ahnung. Gut, wenn es euch trotzdem gefallen hat, Leute, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Ich würde mich verabschieden. Wir sehen uns heute Abend beim Stream oder beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und ciao. Da das jetzt ziemlich ärgerlich war, dass ich die Runde nicht gewonnen habe, weil ich halt einfach viel schlechteren Stuff als der Typ hatte, möchte ich nur mal ganz kurz am Rande erwähnen. Ja, schneide ich euch jetzt einfach nochmal eine Win-Runde hinten ran. Ne, ist halt jetzt sozusagen wie ein Win-Gameplay, mehr oder weniger. Also, viel Spaß.
Bye.